Varipava Asana. Die Stellung des Yogameisters Varipava. Varipava war einer der 84 Nahtsiddhas. Rafaela, Yogalehrerin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die sitzende Stellung. Von hier gibst du die Füße zusammen und gibst sie dann auf den Kopf, die Fersen nahe der Stirn am Scheitel. Fußsohlen sind zusammen und du hast die Hände um die Füße herum gefaltet. Die Oberarme sind an den Schienbeinen. Nicht wie bei anderer Asana, die ähnlich aussieht, also nicht wie bei Lohatitasana, wo du die Unterarme unter die Waden hältst, und auch nicht wie bei Paschini Mudra, wo du die Hände auf dem Boden hast, sind hier die Oberarme auf den Schienbeinen und du faltest die Hände um die Füße. Varipava Asana gehört zu den 84 Asanas, die nach den Nahtsiddhas genannt werden, den 84 Meistern der Naht-Tradition. Alle Infos über dieses und andere Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.